Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life! It's just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. So, okay, das heißt, wenn wir das eine Auto hier bekommen, dann, ja, haben wir immer noch zwei Autos, wo wir holen müssen, bis wir die Kohle bekommen. Okay, und hier steht gerade gar kein Auto. Na, super. Jetzt hat man gerade so fette Flitzer und jetzt bin ich hier wieder zu Fuß. Auch sehr nice. So, hier haben wir noch das D, das ist aber grün. Auch grün. Hier haben wir nur den Solomon. Okidoki. Wo treibt sich der Franklin rum? Oh ne, das war Trevor. Oberlade. Egal, gucken wir mal, wo der hin ist. Gar nicht so weit weg. Stay spiritual. I hope he believes in an afterlife. Okay. So, also gleich zwei. Krümelklick Chefkopf für Raubüberfall freigeschalten. Okidoki. Ja, ja, laber weiter. So, ich weiß auch gar nicht, was bedeuten hier das 1, 4, 6 und so immer. Die Zahlen, die ändern sich ja immer wieder. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir gehen mal zum Franklin. Oh je, hab was getrunken. Eigentlich geht's mir relativ gut. Alter, was ist das für ein kleiner Flitzer? Hallo Lady, ich setze mich mal dazu. Oder auch nicht. Kompaktwagen. Hier mit funky Music. Oh, wir haben hier ein L sogar. Ein Attentat. Wir haben auch hier noch die Kreise von letztes Mal. Ja, nur wenn wir sagen, gehen wir mal zu dem L hin. Schauen wir da mal vorbei, was da. Hallöchen. Was da abgeht. Wir machen den Kompaktwagen noch kompakter, also nicht wundern. Wir haben hier durch. So, hier können wir rechts abbiegen. Oh, die haben schon das L. So, einmal. Das ist doch schön geparkt. Oh, Telefon.
Gehen wir mal hin. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. So, Aktienkurs, ja, kurz mal gucken. Von Fruits. Das heißt, der wird dann wohl demnächst nach oben gehen. Schauen wir mal hier. Märkte. Einmal FFFFF. Gibt's hier gar nicht. Vielleicht hier? So, immer noch wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Ja, super. Weil ansonsten... Ja, toll. Gibt's halt nicht. Dann halt nicht. So, wo müssen wir hin? Einmal dahinter. Oh, ein schönes Auto vielleicht. Oh, ein Bus. Nee, nee. Ist mir ein bisschen zu groß. Heieiei. Da legt sie sich einfach hin. So, dann mal schauen, was von der Frau da wartet. So, gelb war hier schon wieder. Und hier schon wieder rot. Na, super. Also geht es nur mir so, dass ich immer eine rote Welle habe, oder ist das in dem Spiel halt irgendwie so immer? Immer da, wo ich fahre, ist rot. Damn, that must be my girl. So, da sind aber zwei. Ach, die da? So, steigt in den Wagen der Zielperson, warte bis es sie es tut und erlege an die, was? Die bleibt hier stehen. Ne, die bleibt ja hier stehen. So, die wartet noch auf den richtigen. Hey Sugar, you want a piece of this ass? Ne, jetzt kommt nicht. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Also, wir können Granaten aus dem Auto werfen, okay. Ich chill hier eine Runde. So, ist es der da? Für 10 Mäuse, hallo? Hey, Baby! You miss me? Ah, alles klar. Oh, I always come. Oh, you're such a smooth talker. So, gleich ausschalten, okay. Nee, nee. So, die sollen irgendwo anhalten oder so. Oder eine rote Ampel. Sollen wir hier geschmeidig rüberkommen? Nicht immer so amateurmäßig. Hallo! Wer fährt hier über rote Ampeln? Gibt's ja gar nicht. Ah, wir sind gleich da. Like
So, machen wir es mal so. Kein Schalldämpfer, aber egal. Und tschüss. Die haut auch ab. So, ich war das nicht. Tschüssi. Kann man wieder Lichter machen, sonst ist es so verdächtig. Bisschen Radio kann man auch machen. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Okay, sehr schön. Einmal Gold. Auch in einer guten Zeit. Sauber davon gekommen. Als Bonus, okay. Alles klärchen. So, und der Lash hat wohl immer noch was für mich. Lightning, my lightning, I flash lightning. So I send out lightning before me to clear the way. So, schauen wir kurz auf die Karte. Obwohl, wir können ja nochmal in den Kreis da reinschauen. Oder hier mal rein, weil da müssen wir irgendwo noch was machen. Schauen wir da mal hin. Kurz nochmal, ob da irgendwas Auffälliges auftaucht. Alter, was labert der? Wow! Ah ja, fast einen Unfall gebaut. So, was haben wir hier? Schlagstöcke. Das klappt nur noch, aber schon früher. Das heißt, Michael hätte ich einen kaufen können. Eine große Lieferung Fenster und Felgen. Das hat mich auch immer gewundert, dass keine Felgen man machen kann. Aber die kommen halt immer nach und nach, kommen da halt immer mehr Sachen, glaubt. So, und was kann ich jetzt hier wieder machen? Verstehe ich halt nicht so ganz. In dem Gebiet. Alter, was machen die da? Warte mal. Nice. Haben sie aufgehört, ihn rumzuschieben. Was geht da, Mann? Jetzt laufen sie einmal rum und jetzt. Was machen die da jetzt? Die sind tot, hallo? Die Autos sind hintereinander ja gecrashed. Und jetzt stehen sie alle blöd da und gucken. Okay. Alter, hier kommt sogar ein Krankenwagen. Du hast das auch noch nie gesehen. Also, zumindest jetzt hier bei GTA 5. Ah, Hallöchen. Was haben wir hier? The fool running around after. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. So, oh, hier ist ein Paketchen. Und ich hoffe nicht, dass sie Cops-Probleme machen. Oh no. Und immer so mit langen Karren, nur mit LKWs. Gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, die erstmal hier abhängen. Wow, hallo. Ein schöner Dreher. Dann haben wir hier runter. Alter, voll die passende Musik zu dem Auto. Irgendwie. So, ich versteck mich mal hier. Oh, von hinten kommt der Heli. Das ist ein bisschen schlecht. Oh, no, no, der Heli sieht uns. Nein, ich komme nicht durch. Alter, der beschissene Heli. Wir müssen hier unten verstecken. Jetzt hat er uns verloren. Haha, sehr schön.
Dann bleiben wir mal hier. Wir haben halt auch eine Zeitvorgabe. Ich weiß noch nicht mal, wo wir hin müssen. Vorher hatten wir mal ganz kurz irgendwie eine Markierung. Aber die ist halt weg, solange wir von der Polizei verfolgt werden. So, wir kommen hier auch am schnellsten wieder raus. Kein Plan, Mann. Schauen wir schon mal, in welche Richtung wir müssen. No, wie hat er uns gesehen? Durch die Brücke, oder wie? Man, there's gotta be a better way to get weed legalized than this bullshit. Das ist doch unfair, Mann. Geht der Tunnel wieder von vorne los. Hallo, Zug! No, no, no. Alter, jetzt habe ich auch noch einen Platten. Und von vorne kommt ein Heli. Der sieht uns aber gerade nicht. Puh, das war knapp. Man, fuck, I'm never gonna lose these assholes. Alter, warum sehen die mich immer? Ist ja auch ein bisschen blöd. Bin ja gar nicht weg. Das habe ich mit der Zeit eh vergessen. Jetzt hatte ich so geile Verstecke immer. Irgendwie nützt nie was. Ich hab eh nichts mehr mit der Zeit. Und jetzt kommen sie von hinten. Einmal Gas geben. No, und jetzt tritt eine um. Na super. Alter, kommst du halt nicht weg. Mit den lahmen Karren. Halbe Minute kann ich eh vergessen. Nee, nee, das wird nix. Kann ich jetzt auch ein bisschen rumfahren, aber die Zeit ist eh gleich weg. Lalala, wow, wow, wow. Na, warum bremst der? Ist er nicht.